Hey Leute, willkommen zurück zu Agony. Oh ja, oh ja, oh ja. Ein Part noch. Wirklich nur noch ein Part, weil ich wurde gebeten, dass ich vielleicht nochmal den Succubus-Modus zeige. Ja, ihr könnt sicherlich schon erraten, was man hier spielt. Also, erstmal danke, dass ihr mit mir das Let's Play durchgestanden habt. Ich habe jetzt Kommentare gelesen. Das spricht mir aus der Seele. Das Spiel ist leider nicht so gut, wie es den Ruf denn oder wie es den Hype denn eigentlich versprochen, oder wie der Hype es versprochen hat. Das Spiel ist halt, ist es was Besonderes, absolut. Ich find's auch wirklich außerordentlich. Also das, was es macht, macht's richtig schön eklig und alles. Aber es ist halt für so ein längeres Spiel, ja, in dem Rahmen ist es schon länger, finde ich. Das ist halt nichts. Also es hätte jetzt so 2-3 Stunden gehen können, dann wäre es voll in Ordnung gewesen, aber doch nicht so lange. Naja, jetzt spielt man nämlich das Schoßtierchen von der roten Göttin. Und wisst ihr, was cool ist? Der Clou ist, ich habe eben schon mal ganz kurz reingeschaut, wir können jetzt nicht hier lang. Nanu? Wir gehen mal gucken. Wir können übrigens die Spiegel hier auch nicht kaputt machen, guck mal. Ja, egal was ich mache, es geht nicht kaputt. Sie ist ein bisschen zu schnell fast schon für dieses ganze Schlammmassel hier. So, warte mal, die goldene Tür wollte ich jetzt mal testen. Geht das? Das ist ja jetzt auf. Da ist ein Vagina-Apfel drin. Aber sie mag keine Vaginas. Ach so, Facecam habe ich jetzt ja gar nicht an. Naja, ihr werdet es mal überleben, oder? Ist ja auch nicht wirklich Horror, wo man eine Reaktion braucht vom Gesicht her. Naja, gut. Also können wir jetzt mal so ein bisschen die Nebenwege erkunden. Also es ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass man es nochmal durchspielt, ja? Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich es mache. Mann, ich will den Vagina-Apfel. Hätte ich da vielleicht doch schon vorher ran können an den Apfel? Weiß ich nicht. Aber ja, das eine Video werde ich jetzt noch machen, habe ich ja versprochen jetzt. Dass man habt nochmal so alles so ein bisschen gesehen hat zumindest. Hallo, ich möchte gerne rauf. Na, ist egal. Das Gute ist auch, sie hat ordentlich Ausdauer, also wie scheint. Ich kann ja einfach mal die ganze Zeit durchsprinten, das ist so gut. Hi. Ah! Ich hab dein Herz gestohlen. Brüder, nehmt euch in Acht vor dem Schatten. Ich sah Dämonen, die nur von Dunkelheit umhüllt waren. Ich spüre, dass sie uns die ganze Zeit beobachten und in ihren Gewändern in der Dunkelheit. Wehe euch, wenn einer davon eure Seele schnappt. Ich sah dutzende schattige Hände, die einen unserer Brüder in die Dunkelheit zogen. Diese Monster ernähren sich von Angst. Und wenn das Licht, nee, und nur das Licht kann uns vor ihnen schützen. Beobachtet den Schatten, sogar euren eigenen, denn ich sage euch, Satan lebt in ihm und er wird nie ruhen. Ist ja gut. Oh, guck mal, wie schnell sie ist. War ich hier schon mal? Ach, guck mal, das ist das jetzt. Und wisst ihr was? Jetzt bin ich schnell genug. Nein, bin ich nicht. Scheiße. Mein Seelenjäger. Ja, ich hätte wohl... mir wurde gesagt, ich hätte wohl noch ein anderes Ende bekommen können. Was zum Geier? Geht es jetzt von vorne los? Ja, also mir wurde gesagt, ich hätte ein anderes Ende bekommen können. Hätte ich was anderes gemacht. Ich habe nachgesehen, also ich hätte zu dem Tisch laufen müssen, da wo ich auch wirklich hingegangen bin zuerst. Aber leider habe ich mich wohl nicht so verhalten, dass es für das andere Ende gereicht hätte.
Naja, aber ich kann dir sagen, was passiert. Man verwandelt sich dann in einen dieser großen Dämonen. Knallt so ein bisschen hier so eine Succubus. Und zeugt damit ihren Nachkommen. Und dann ist man aber auch, glaube ich, auf für immer und ewig dieser Dämon. Ja. Und das haben sie ganz schön entschärft, diese Sex-Szene, weil die war schon sehr, ja, mit Geräuschen da. Also es hat sich wirklich angehört, als würde jemand Sex haben. Und das war sehr lange auch. Also ich glaube, bestimmt schon so eine Minute, zwei haben die da mit einer Papp, Papp, Papp. Das ist ja krass hier. Aber ja, seht ihr, das habe ich ja gesagt. Wahrscheinlich muss man es dann nochmal durchspielen. Oh, guck mal. Ja, dass man halt vielleicht alle Türen dann sieht. Na, ja, ich bin bestimmt wieder nicht dabei, ha? Huh? Nee. Schade. Ich habe halt echt gedacht, ich bin in den Credits, Leute, weil dafür habe ich jetzt eigentlich auch das Spiel gebackt, nicht wahr? Nee. Nur Amis sind hier. Oha, guck mal hier. Ah! Lalalala. Der größte Seelenspiegel bisher war das gerade. Lass mich da rein, du Schweinebär. Wall of Pro... Was steht da? Bride? Die Wand der Braut? Nicht Pride, also nicht des Stolzes, sondern der Braut. Was? Ernsthaft? Gibt's Feinde? Ich frage mich gerade, wer mir hier was antun sollte. Ich meine, ich bin immerhin die Leibdienerin von der Roten Göttin. Guck mal, das sind alles nur normale Namen. Dante Alighieri, haha. Außer das jetzt vielleicht. Warte mal. Tina... Na, Anthony, Ash, kein Bruger. Wenn ihr mich irgendwo findet, wenn ihr das Spiel selber spielt, könnt ihr mir gerne Bescheid geben, das wäre total cool. Ich weiß halt auch nicht, ob die Namen jetzt immer so zufällig ausgewählt werden oder ob das immer dieselben sind, wenn ihr nach Spieldurchlauf. An genau der Stelle hier. Hallo. Na, du hast was aus mir gehört. Dein Herz. Sie ist aber ganz schön zielsicher, was das Herzen rausreißen angeht. Oh, guck mal, den habe ich doch schon. Den Händemann, deine Haut. Oh, Gott, ihr doch nicht. Wie konnte dies passieren? Wie konnte ich von allen Menschen verurteilt werden, an diesem Ort zu sein? Ich habe doch alle Pflichten der Götter erfüllt und Heretiker in den Tod geschickt. Die Priester meinten, dass alle erlöst werden. Die Belohnung für meine unerschütterliche Haltung sollte das Paradies sein. Ich schließe meine Augen und bete, dass dies nur ein schrecklicher Albtraum ist. Doch je mehr ich es versuche, desto lauter werden die Schreie und der Verdammten in meinem Kopf. Es muss ein Irrtum gewesen sein, so muss es sein. Nein, die Götter machen keine Fehler. Worin lag also der Fehler? Ich vermute, dass mein Absturz begann, als ich den Auftrag erhielt, die von Heretikern bewohnte Insel Morley anzugreifen. Dort habe ich die 5. Legion des Göttlichen Reiches geleitet. Es sollte die letzte Kampagne zur Säuberung unserer Seelen sein. Bereits bei der Ankunft verloren wir aufgrund der stürmischen See einige Schiffe. Einige weitere gingen unter dem Beschuss der Katapulte der Ketzer unter. Dann erreichten wir endlich den Strand. Unser erstes Ziel war diese riesige Stadt am Ufer. Doch bevor wir überhaupt den Strand betreten konnten, wurden wir von den ketzerischen Bogenschützen aufgehalten. Sie postierten sich entlang der Steinmauern der Stadt. Wir wurden stundenlang unter Beschuss genommen, hatten viele Verluste zu verzeichnen, bevor wir eine Ballista-Einstellung bringen konnten. Unsere Kämpfer vermochten es, eine Lücke in der Mauer zu öffnen. So konnten wir vorankommen, ehe der Feind es tat. Ich meine, die haben doch die Stadt verteidigt, warum sollen die voran? Egal. Danach übernahmen unsere Schwertkämpfer die Stellungen des Feindes und die Ketzer zogen sich zurück.
All jene, die nicht geflohen sind, wurden umringt und zu Tode durch den Strick verurteilt oder mussten sich einer Schwadron Bogenschützen stellen. Nach dem erbitterten Kampf beschlossen wir, diese Stadt am Ufer als Stützpunkt unserer Legion zu nutzen. Unser Anführer ging davon aus, dass wir imstande waren, die Insel innerhalb von 6 Monaten zu sichern. Leider war uns nicht bewusst, wie groß die Insel ist. Ferner nutzte der Gegner die weiten, bergigen Gebiete, sodass wir über die 6 Monate keinen Schritt vorwärts machten. Ach ja, Leute, das ist noch ein ewig langer Text. Was zum Geier? Ja, lest es selbst, das ist... Das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz das Video machen und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Ah, ich kann noch mit Tastatur, okay. Wow, nicht so schnell. Oha. Weißt du, der fragt sich, warum er in der Hölle ist und hat hier so ein richtiges Massaker veranstaltet. Hat Männer, Frauen, Kinder abgeschlachtet. Ohne Ende. Lustig, die Sache hier mit der, sie brach ihm die Hand, die Nase und was nicht alles. Und dann noch wirkt. Tja, dumm gelaufen, ne? Ja, ernsthaft, der ist ein Massenmörder und wundert sich, warum er in die Hölle gekommen ist. Nur weil jemand erzählt hat, es ist für eine gerechte Sache. Ich glaube, es hackt. Ja, wenn das so ist. Ich bin ja auch für die gerechte Sache. Guck mal. Kann ich die gar nicht erledigen? Ich glaube, die sind gar nicht da. Okay. Guck mal, das hier ist so ein bisschen wie Dai Yang, oder? Kennt ihr das? Das Parcours-Spiel, was ich angefangen habe als Let's Play. Dai Yang. Hundertprozentig kennt ihr das. Das ist ganz genauso das Klettern. Ohne Witz. Ich weiß übrigens nicht, ob sie überhaupt Fallschaden hat. Und ich habe übrigens diesen Wegweiser hier nicht. Oh, komm mal. Oh nein, du Schweinebacke. Also habe ich doch Feinde hier, ja? Guck mal. Ja, schön. Ja, das ist der Spezialskill, dafür brauche ich aber Herzen. Wo ist die Melodie immer noch? Ich habe sie doch getötet. Na, ihr Vögel. Oh, ich baue mal eure Herzen, ihr Süßen. Oh, wie schön sadistisch sie lacht. Wollen die noch? Die sind doch schon zerstückelt. Was ist los mit euch? Ja, ihr merkt schon, mit der Succubus ist es alles so ein bisschen sadistischer hier. Jetzt sind wir nämlich mal derjenige, der die Leute zerhackt, ja? Und terrorisiert. Ich habe halt echt nur leider keinen Wegweiser, also ich weiß nicht, wo ich lang muss. Gerade ist so ein bisschen auf gut Glück. Oh, da hat was geblinkt. Ich dachte, das wäre noch ein Schatz, eine dicke Frau oder so.
Oh Gott, die auseinandergerissenen Kiefer der Leviathane, ihre aus den Körpern entrissenen Eingeweide und zerfetzten Flügel reichten bis zum Horizont, als die Bestie in diese Einöde gelangte. Ein ungezähmtes Biest voller Zorn und Hass, ein Dämon mit vielen Köpfen und einem Schwanz, der so lang ist wie der einer Schlange. Die Erde zerspringt unter seinen Füßen, die fürchterlichsten Kreaturen knien im Schatten der Bestie. Es gibt keine gewaltigere Kreatur in der ganzen Hölle und trotzdem hat die Göttin es geschafft, dass dieses Scheusali aus der Hand frisst. Man sagt, dass die Bestie nicht geboren, sondern aus dem Schatten der Sünde und der Verdorbenheit erschaffen wurde, womit sich das männliche Element des Wahnsinns und der Grausamkeit manifestiert. Ihre brutale Natur und der tierische Instinkt leiten sie unentwegt zu den brutalsten Akten der Vernichtung. Nun aber nur, um die kranken Bedürfnisse der roten Göttin zu erfüllen. Wer könnte sich solch einem gewaltigen Pfad entgegensetzen? Der Nimrod nicht, weil wir sind einfach plattgetreten worden. Das Ende war echt schwach, oder? Das war richtig schlecht. Und das zweite ist übrigens, finde ich, auch nicht so viel besser. Was ich aber, wie gesagt, ja auch nicht zeigen kann. Ich habe es probiert, das geht bei mir nicht. So, nur... Ach, wie schön diese Platzen. Ja, gibt's immer noch dicke Frauen, aber ich weiß gar nicht, geht's überhaupt weiter mit ihr oder ist es nur ein Level oder was oder wie? Die Spielperformance, die ist so für einen Eimer. Hey, Süße. Hahaha, gib mir einen Nerz. Oh, guck mal, erstmal ein bisschen betatschen. Mm. Das war ja fast schon ein bisschen sexy. Achtung jetzt, genau, das war's mit... Achtung. Guck mal. War das so ein bisschen Da Young ist es doch, wirklich, also... So, und jetzt? Wo geht es weiter? Nein, ich guck mir nicht die ganze Zeit die Namen an, das ist irgendwie... Ach, da bin ich hergekommen. Mist. Mist, Mist. Ja, nee. Ach, Mann. Ich hab halt die... Ich hab die Strahlen halt nicht. Hat da was gelegen? Aber da sieht es, glaube ich, ganz gut aus, oder? War ich hier schon? Oh. Ah, das Labyrinth des Verstandes. Da ist ein ziemlich cooler Aussichtspunkt hier oben. Bin in irgendeinem Kiefer. Ah ja. Voll gut. Also bin ich mal gespannt, wie weit das noch geht. Oh, kann ich wieder klettern? Brauche ich nicht. Oh Mann, die macht's trotzdem. Ist ja kein Fallschaden, oder? Habe ich was verpasst? Mhm. Wahrscheinlich ist es einfach nur noch, um alles zu sammeln. Ein paar Leute abzumetzeln, so Gewaltfantasien freien Lauf lassen, ihr wisst schon, ne? Finde ich halt total unsinnig. Aber hey, wisst ihr, was ich jetzt machen kann? Da war doch dieser ewig lange... Ah, ich kenne die Dinger zauern. Da war doch dieser ewig lange Tunnel. Da stirbt. Halt die Schnauze. Sokobinchen hat schlechte Laune. Ich muss alles zerhacken, was ich sehe. Oh, guck mal. Wow, wie sie abgeht. Durch den Tunnel aus Brüsten. Und sie hat auch nicht diese doofe rote Sicht, wie der Lump da. Nimrod. Bah, sieht das eklig aus, oder?
Nee, also das hat auf keinen Fall ein Mensch geschafft jetzt hier. Hä? Wisst ihr noch, als ich kurz hier war im Gedankenlabyrinth, da war die Tür, glaube ich, auf und man sah da einen Engel am Ende des Gangs, aber irgendwie ist jetzt dicht. Jetzt habe ich ja irgendwas noch nicht gemacht. Guck mal, ich habe ein Herz dabei. Soll ich mal einen Finger reinstecken und drin rumpopeln? Magst du? Nee, scheint es nicht zu interessieren, das Ding. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die Tür aufbekomme. Bah, schon ein bisschen sehr... geil hier, ne? Ich finde das krass, jetzt so ein unverwundbares, super schnelles, super starkes Vieh zu spielen. Sieht aus wie eine sehr zierliche Frau, aber ich meine, mir egal. Ich muss auch ein bisschen zugeben, es macht mir gerade echt Laune. Aber trotzdem, ich werde das jetzt nicht, werde es vielleicht nicht durchspielen, also je nachdem, wie lange es dauert. Oh, sieht sehr bequem aus. Bleibt mal so. Komm mal. Was? Na? Wo sind denn meine Konkurrentinnen? Ja, was wolltest du gerade sagen, hä? Sterben wolltest du? Das sind Hufabdrücke hier. Komm her, Süß, ich brauch mal ganz kurz was. Ah! Oh, das ist so brutal. Das ist einfach so sinnlos brutal, aber irgendwie... Ja, wenn man das ganze Spiel über gefressen hat, weißt du, die ganze Zeit kriegst du nur aufs Mett. Nur auf den Frack, die ganze Zeit. Dann macht man das jetzt auch gerne mal andersrum. So cool ich das mit dem Herz rausreißen finde, aber gibt's da nicht noch ein paar andere Finisher? Es wird wirklich etwas eintönig. Halt doch nicht so rum. Nee. Denkt, sie kann sich verstecken, hä? Du bist ja auch noch da. Hallo, Süße. Warte mal. So bin ich auch sehr schnell übrigens. Ach, du bist ein Er. Hört auch nur sie. Oder was? Ist auch egal. Tod ist tot. Noch einer? Taucht die gerade erst auf? Ein Schlag tot, weißt du? Es ist zu leicht einfach. Die wehren sich ja nicht mal richtig. Ich glaube, ich muss die Richtung. Hey. Erschreck mich nicht so. Das Machtgefüge ist jetzt ganz anders. Ich hab mich echt nicht mal wirklich groß erschrocken eben. Alle zerschnetzelt. So, da geht's hoch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt müsste ja eigentlich die ekelhafte Stelle kommen, wo ich in den Turm musste und dann immer weiter runter. Und da waren diese komischen Oscholololols da und haben mich getriezt ohne Ende. Eieieiei.
Ja, so ein zierliches Fräulein und sie haut sie einfach mal alle weg. Ja, das Labyrinth ist schon ziemlich fancy. Hier was Neues. Nee. Wenn ich dem Vieh so ein bisschen das Herz, wow, rausreißen könnte. Das ist hier eine Tür. Hey, Süße. Ich wollte dich mal besuchen kommen. Dankeschön. Einfach mal so, weil ich ein Arsch bin. Oder sie halt, nicht ich. Sorry. Krass, wie sie einfach mal komplett die Abkürzung nehmen kann. Guck mal. Das ist schon ein bisschen fies. Oh Gott, ihr könnt ja wieder selber lesen, Leute. Das ist wieder so, diese Texte, die kommen jetzt gerade richtig oft und lange. Aha, aha. Ist halt nur noch Beiwerk gerade und ich will nicht schon wieder meine Stimme ruinieren, also nicht ruinieren, aber danach bin ich wieder ein bisschen belegt. Meine Stimme ist wieder ein bisschen belegt. Und um ehrlich zu sein, die Texte hier sind oft grober, wirklich grober Unfug. Was sie da für eine Grütze schreiben, ich meine, vielleicht im Kontext ist es auch schon richtig so, wenn die wahnsinnig werden, dann schreiben die halt nur so eine Gülle, aber da kriege ich einen Knoten in der Zunge, wenn ich das vorlese. Zarret euch. Oh, die nächste. Das ist voll komfortabel hier. Keine Chance, ihr Süßen. Na, guck mal da. Das Dumme ist nur, sie kann es nicht nachzeichnen. Komm, ich mach die Bänder weg. Null Ahnung, was für einen Sinn das hier macht. Oh, ich zerschnetzel einfach alles. Hm. Abhängen macht Laune, ne? Ach, guck mal hier. Wow. Was ist da eben hochgesprungen? Oh, wie mies. Bist du eine normale? Ja, komm her, Mäuschen. Ah, ich brauch dein Herz. Wie sie alle patscht. Patsch und weg. Ich kann mir auch keine Fackeln nehmen. Also bin ich jetzt leider so ein bisschen an die Beleuchtung gebunden, die gerade hier herrscht. Oha. Kommst du denn schon wieder her? Ey, wie oft soll ich euch denn noch töten? Ja, ich bin gerade wieder so ein bisschen ratlos. Das ist da runter, den Weg, den ich auch normalerweise gegangen bin. Oh, offensichtlich, das ist wieder Kletterpfosten. Die nehme ich aber nicht. Machen mir die Fliegen was? Ich will es gar nicht rausfinden, glaube ich. Eigentlich dürfte mir hier niemand was machen. Sich nicht mal erdreisten, uns etwas zu tun.
meine, wir sind ja im Moment nicht mal wirklich beseelt. Wir sind wirklich... Wir sind wirklich der Succubus. Die Tür ist jetzt auf. Ja. Er hat's echt freigebuddelt, dieser Vollpfosten. Und da ist ein Engel. Na toll. Ja, das macht dem Engel nichts. Und er will mit mir nichts zu tun haben, wie es aussieht. Ja, aber wie gesagt, ihr seht schon, es hat einen höheren Wiederspielwert. Man kann es jetzt einfach nochmal zocken. Und ist das jetzt hier im zweiten Durchlauf cool, ne? Bist du voll dabei. Also ist es halt wirklich wie so ein endloses Rad. Es geht wirklich genau so weiter. Na komm schon. Ich glaube, hier soll man nicht drüber können. Ja, quasi so ein bisschen die ewige Aufgabe des Sisyphus. Den Karren den Berg hochrollen und dann rollt der Karren wieder runter und dann dasselbe von vorne, ne? Warte mal, war hier nicht die Prüfung eigentlich? Ah, nee. Ach da. Na Süße. Hungrig. Oh nein, ich kann doch nicht, oder? Nee, ich werde bestimmt nicht meine Seele verlassen. Meinen Körper verlassen. Das ist so wunderschön. Ja, das ist. Ich habe gerade versucht, man kann übrigens keinen Fehler machen. Also ich glaube, runterfallen ist ja nicht möglich. Stirb, Schweinchen, stirb, stirb. Und jetzt müsste eigentlich ja die Succubus. Wow. Jetzt müsste ja die Succubus kommen. Also wir jetzt im Moment selbst. Klingt komisch, ist aber so. Weil sie halt auch geduckt ist, ne? Das ist unglaublich. Hey. Oh, wie schön sie saftet, wie so ein Schweinchen. Okay, es wird immer abstruser hier. Ach, da ist er rübergekommen. Alle Zippe. Ein Bild der Lust. Bin ich hier genau richtig? Nicht ohne mich anfangen, ja, mit der Orgie. Huch. Ja. Wie gesagt, man kann ja echt nichts falsch machen. Tschüss.
Sie ist halt so schnell und agil, das ist unglaublich. So, und hier war das jetzt, glaube ich, nee, doch nicht. So, das will ich immer noch nachchecken, was in dem Raum ist. Ansonsten würde ich auch sagen, macht es halt echt keinen Sinn mehr, weil ihr seht ja, Variation ist halt keine drin. Es ist immer nur noch rumrennen und schnetzeln. Also quasi das, was ich hätte machen können, hätte ich die ganze Zeit so eine übernommen. Naja. Ich hätte mir mehr erhofft, dass der nächste Spielmodi ein bisschen mehr Abwechslung bietet, aber gut. Das Spiel war ja allgemein leider nicht so der große Wurf, wie wir alle gedacht haben. Ganz verwirrt, weil die Kamera sich wieder gedreht hat. Da unten ist noch so eine alte, ne? Herr Liebchen! Yay! Ich will mir mal zärtlich die Gummibrüste streicheln. Hör mal auf jetzt, komm. Guck mal, ganz zärtlich. Oh, oder so. Oh. Schwede, das ist immer so richtig schön. So richtig eklig schön. Oh, guck mal. Und diese Battle-Musik, da ist doch nichts mehr. Bitte, ja, lass mal, bitte. Danke. Es wird immer seltsamer. Achso, das war die... Wow, ich hätte komplett alles skippen können. Aber warum? Macht doch keinen Sinn mit ihr. Hm. Zunge oder Penis? Ihr müsst raten. Toll, da werde ich jetzt auf jeden Fall sterben, oder nicht? Aua, aua, aua. Oder nicht? Oh geil, hier bin ich genau richtig. Na, wie hättest du es gerne? Ist da los? Das war ein Level. Okay. Ja, schön, Leute. Ne, wie gesagt, das war's dann auch mehr. Muss jetzt auch nicht sein mit der Succubus. Das ist hier alles irgendwie totaler Hirn, verbrannter Blödsinn. Auf jeden Fall danke ich euch sehr fürs Zusehen nochmal dieses Bonus-Parts und ich würde mich freuen über ein paar Likes und Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich dann zu was anderem, was die Qualität von diesem hier übersteigt. Das wird nicht allzu schwierig sein. Mal gucken. Danke, tschüss.